So, ihr Haribo Pigoballas, heute ist es soweit. Wir gehen an den Raptor Liner. Truck steht drin. Das Licht ist scheiß LED-Licht, ey. Das Flackern, das geht mir so auf die Eier. Jo, ich will ja, wie gesagt, bis zu dieser Kante hier, also man sieht es hier, die hat hier so eine Sicke, bis da will ich gehen, aber hier abgeschnitten, also nicht die ganzen Rathäuser mit. Es sind 7 Grad, sind ungefähr 13 Grad unter der Empfehlungstemperatur für Raptorliner. Deswegen werde ich dann hier noch so eine Gasturbine anwerfen, dass ich mal auch mindestens 18 komme und hier auch mal ein bisschen Temperatur habe. Jetzt muss ich mir erstmal ein bisschen Equipment holen, Lappen etc. Mal ein bisschen von grobem Dreck befreien. Gestern haben wir abgedampft heiß, aber da hängt natürlich immer noch ein bisschen was, gerade von den Zierstreifen hängt da noch viel dran. Jo, wenn das weg ist, gehe ich ans Abkleben. Dann wird erstmal abgeklebt. Und da kommt die größte Schwierigkeit, weil ich will eigentlich eine schöne weiche Ecke haben. Das heißt, ich will keine, ja, wie soll ich es erklären? Wenn ich jetzt einen Raptor-Liner oder auch einen Herculiner einfach an Klebeband, an Abklebeband streiche, dann kriege ich eine ganz harte Kante, weil das ja ein relativ dicker Auftrag ist. Und ich hätte aber gerne eine Kante, die dann so ganz leicht ausläuft. Und ja, muss ich mal gucken. Ich habe da was im Kopf, wie ich es versuchen will. Das werde ich dann tun und werde das dann testen und hoffentlich wird es gut. Wenn es nicht gut wird, schleife ich halt einfach 5, 6, 7 Zentimeter wieder weg und spritze das Ganze dann einfach nochmal nach. Ich habe auf jeden Fall genug Material. Ich habe 8 Dosen. Das langt, glaube ich, fast für einen ganzen Shortbed-Truck, für einen Coat. Also den Rahmen da außenrum müssten wir hinbekommen. Ja, das ist meine größte Sorge. Und dass die Kante hier gerade wird, dass das am Ende nicht irgendwie so. Ich bereite erstmal alles vor, kümmere mich hier um alles, was ich brauche, hole mein Abklebezeug runter und dann kommt erstmal die Schleifmaschine dran, weil wir müssen ja mit P80 bis P60 vorschleifen. Dann nehme ich einen Schwingschleifer. Lass den ganz, ganz langsam laufen und gehe ganz schnell drüber. Dann gucke ich nochmal nach meinen gespachtelten Stellen. Da ist mir gestern beim Hochdruckreinigen natürlich so ein bisschen was wieder weggeflogen, wo ich da vielleicht noch was nacharbeiten muss. Und dann kommt die Pistole raus, ne? Z habe ich da. Ist eine U-Pole Schutzgun mit dabei. Habe 8 Flaschen von dem Stoff. Ne, ist schon mal irgendwas rausgelaufen. Gucken. Ja, 8 Flaschen von dem Stoff. Eine Dose Härter ist dabei. Kommt einfach in die Dosen rein, wird dann geschüttelt 2 Minuten und dann direkt verarbeitet mit der Gun. Ich hoffe mal, mein Kompressor hält es aus. Ich denke aber schon. So, kurzer Exkurs mit dem Smartphone, weil ich jetzt gerade hier stehe und dran denke. Nur damit ihr mal wisst, wie ich jetzt vorgehen will. Ich habe ja bei Instagram schon mal gefragt, was so gute Möglichkeiten sind. Ein paar Tipps bekommen. Nehmen wir mal an, das wäre mein Blech, mein Außenteil. Das ist jetzt einfach so ein Stück Karosserieblech. Und ich wollte, sagen wir einfach mal, hier auch diesen unteren Teil, den wollte ich gern zu haben. Das obere ist das, was golden bleiben soll. Dann habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt ein Papier, also ganz normales Abklebepapier für Lackierarbeiten ist das. Nehme mir ein paar Magnete dazu, mit denen ich das Ganze auf die Länge fixiere, dass das auch eine schöne gerade Kante gibt. So, dann einhändig Klebeband abrollen ist scheiße. Da oben liegt mein Chesty drin für die GoPro. Wenn ich es jetzt hier oben gehabt hätte, wäre das geil geworden. Aber das machen wir nachher noch. So, dann klebe ich mit dem Abklebeband hier oben ab die
wie ich das Band jetzt klebe, das Klebeband ist ja vollkommen egal, weil die gerade Kante bildet ja mein Papier und genau in dieser geraden Kante hört ja mein Klebeband dann auch auf zu kleben. Jetzt nehme ich die Magnete weg und jetzt klappe ich das Ganze um. Das ist jetzt natürlich hier lose, das merkt man ja, wenn das auf die ganze Länge passiert. Sieht man aber ja, was hier passiert. Es bildet sich hier so eine Softkante, nennt man das, glaube ich. Das heißt, ich habe hier nicht exakt diesen harten Cut, wie ich es hier habe, wenn ich dann später das Klebeband hier wieder abziehe, sondern ich habe halt eine Softkante. Und das ist ja das, was ich erreichen will, dass ich nicht diesen harten Cut vom Raptor Liner bekomme, sondern dass der feine Nebel, wobei ich tatsächlich hoffe, dass Raptor Liner und feiner Nebel irgendwo im selben Universum vorkommen können, sich da reinlegt und diese Kante dann sanft ausläuft, dass das nicht so, ja, wie es halt immer aussieht, wenn man Raptor oder irgendwas anderes rollt, wirkt. Ne? Das ist jetzt das, was ich vorhab. Und dafür muss ich jetzt erstmal in einem sauberen Stück abkleben. So genau sieht es jetzt aus. Seht ihr, ich habe hier schön mit meinen Magneten das Papier dran. Das Papier an sich gibt ja schon einen geraden Streifen, das ist ja schon geil. Und jetzt klebe ich das hier ab und dann wird das Ganze einmal nach oben gebunden. Und dann habe ich einen wirklich wunderschönen geraden Streifen, den ich lackieren kann. Die Turbine brennt, ich weiß nicht, ob man sie sehen kann. Keine Ahnung. Ja, verzeiht mir vielleicht den etwas schlechteren Sound, aber ich habe noch keinen Audio-Mod für die neue Kamera und ich habe auch noch keine Halterung, wo ich das Mikro dran bekomme. Deswegen müsst ihr leider jetzt mit dem GoPro Onboard Voice vorlieb nehmen, aber ich finde, bei der 9er ist es schon wesentlich besser geworden als bei der 5er. Jo, ich ziehe jetzt hier mal noch die eine Line, dann kommt noch hinten der Rest. Dann gucke ich mir die ganzen Stellen an, wo noch gespachtelt ist, ob ich da noch mal was draufpacken muss, bevor geschliffen wird. Und ja, dann kann ich eigentlich noch mal gucken, ob irgendwo noch ein bisschen Rost zu finden ist, wo man vielleicht noch mal ein bisschen Umwandler drauf macht vorher zur Sicherheit. Dann ist die Seite aber schon fertig und dann könnte ich theoretisch schon, je nachdem, ob ich gespachtelt habe oder nicht, die erste Seite spritzen. Ich hasse es, wenn man auf Record drückt und es aber nicht recordet. Ne? Also, so sieht's aus. Von unten sieht man vielleicht einigermaßen ganz angenehmes Bild. Schön gerade. Habe es jetzt hier hochgepinnt, mache das jetzt mit Klebeband gleich fertig. Vorne wird ja nichts gemacht, muss dann nur hier oben natürlich auch noch ein bisschen alles abkleben, dass da kein Sprühnebel hinkommt, Radkästen zumachen. Hier sieht man ganz schön, wo der neue Lack drauf ist, die Zweitlackierung. Ja, und das Stück hinten fehlt jetzt noch. Hier, oh, dieses Licht, dieses Flackern geht mir so auf den Sack, ich hoffe, das sieht man nachher nicht mehr. Dann wird das Ganze vorbereitet, entfettet und dann hoffe ich inständig, dass das ein einigermaßen gescheites Bild gibt und ich die Scheiße dann nicht wieder abfummeln muss. Es sieht mittlerweile so aus. Die Bodyline hier unten ist, glaube ich, ganz okay. Gibt natürlich so zwei, drei kleine Punkte, die jetzt komisch aussehen, weil die Kontur einfach hier rauskommt und das jetzt seltsam wirkt. Aber ich glaube, wenn das fertig ist, ist das ganz okay. Zumal ich ja hier auch meinen Kleberand habe. Ja, muss ich noch ein bisschen festmachen. Hier mal gerade noch so ein Jeopardy, dass ich daran denke. So, jetzt wird noch das Mittelstück miteinander verklebt und dann geht es an Vorbereitung. Seite 1 muss natürlich unten die Schwellerrohre noch machen, die Reifen und so, das muss noch ein bisschen abgedeckt werden, die Lämpchen unten, aber ja, ich sag mal halbe Stunde noch maximal, dann bin ich schon am Schleifen. So, ergötzt euch noch ein bisschen an dem wundervollen Schleifen eines intakten Lacks. Es geht jetzt hier hinten los, ihr seht es schon. Oh ja, Schwingschleifer, Adi.
So, so sieht das gute Stück aus. Ne? Das ist jetzt noch staubig, klar. Aber wenn wir da drüber gehen, man sieht, da geht nicht mehr viel Klarheit rein. Ja, tut mir selbst immer sehr weh, sowas zu tun. Aber wenn man das nicht macht, kann ich euch auch genau zeigen, was dann passiert. Dann sieht es nämlich aus wie hier. Und dann könnt ihr nämlich den Liner einfach abziehen. Ne? Wenn der irgendwann mal... gedacht, die Post kommt. Da irgendwann mal eine kleine Ecke drin ist, reißt ihr die Scheiße einfach komplett runter. Und das wollen wir vermeiden, deswegen machen wir es ordentlich. Ja, die Feinheiten hier, wo ich nicht mit dem Schwingschleifer hinkomme, hier oben an der Kante, das mache ich dann per Hand. Warum habe ich nicht geschliffen, bevor ich abgeklebt habe? Ganz einfach, weil ich Angst habe, dass ich irgendwo zu weit hochgehe. Und dann habe ich den Lack da, wo ich es gar nicht leinen will, auch verkackt. Und aus dem Grund machen wir das nicht. Ja, so weit, so gut. Das erste Stück ist getan. Stoßstange muss ich auch noch abkleben. Ist mir gerade aufgefallen, zumindest das Stück bis da, wo ich spritze. Ist aber nicht viel. Jetzt mache ich hier vorne weiter. Und ja, wenn ich das geschafft habe, hoffe ich mal, dass hier ein paar Grad wärmer sind. Dann werde ich hier noch einmal schön mit Entfetter drüber gehen, nachdem ich es abgeblasen habe. Dann wird das schön entfettet. Und dann geht es an die Spritzerei. Da gucke ich dann mal, ob ich euch vielleicht an einen Chesty dran bekomme, dass ihr direkt First Person mitgucken könnt oder ob das hier zu eng wird. Ich tue mein Bestes. Also, stay tuned. So, der Stuff ist ready. Oh, fast auf die Presse gelegt. Ihr seht hier schon das Resultat nach dem Entfetten. So, jetzt habe ich noch zwei Stellen gehabt. Einmal hier und einmal am vorderen Kotflügel. Da habe ich ein bisschen Blech rausgucken, weil da nur dünner Lack drauf war. Dabei scheinbar schon mal was geschliffen. Und da der Raptor Liner nicht auf Blech direkt soll, da müsste ich jetzt mit dem Edge Primer dran. Habe ich mich jetzt entschieden, da ich sowas jetzt auf die Schnelle nicht herbekomme. Einfach flott, wo habe ich es da oben? Hier von KSD den Spritzfüller zu nehmen. Den kann man also auch direkt auf Lack benutzen. Und der ist mit herkömmlichen 2K-System überlackierbar. Deswegen, mit dem habe ich jetzt das Blech quasi grundiert. Füllern muss ich da nicht viel, aber grundieren war mir wichtig. Und ja, jetzt lasse ich das kurz trocknen. 30 Minuten braucht der, bis er schleifbar ist. Jo, bereite jetzt soweit alles vor. Wird langsam ein bisschen wärmer hier drin. Denke mal, das passt. Ich kriege jetzt gleich noch eine Pulle Gas geliefert, dann kann ich das ein bisschen weiterlaufen lassen. Dann würde ich sagen, sieht es doch ganz gut aus. Die Gun ist dran. Die gibt es im Raptor Set mit dabei. Also kann man mit dazu kaufen. Das ist eine ganz normale Unterbodenpistole, aber es gehen halt diese Dosen dran. Das ist sehr praktisch. Da ich einen sehr langen Schlauch habe und nur einen sehr kleinen Kompressor, also nur so ein 25-50 Liter Teil, habe ich den Druckminderer hier direkt, weil der Schlauch während dem Sprühen relativ viel Druck verliert. Wenn ich hinten jetzt nur 40 bis 60 PSI, was knapp ja, 3 Bar bis 4 Bar darstellt, angebe, dann verliere ich fast den ganzen Druck einfach bis hier vorne. Und um das zu vermeiden, gebe ich hinten die 8 Bar drauf und hier gebe ich halt nur die 40 bis 60 PSI. Ja, was hat es mit den 40 bis 60 PSI auf sich? Je nachdem, wie hoch der Druck an der Pistole ist, gibt es halt ein anderes Sprühbild. Das heißt, es geht von einer sehr feinen, weichen Textur bis hin zu einer Textur mit sehr vielen Erhebungen. Ihr kennt ja das Raptor-Bild sicher, das habt ihr alle schon mal gesehen, wie das ausschaut. Und wenn ihr das entsprechend einstellt, kriegt ihr eine sehr raue Textur oder eine sehr feine Textur. Und ich möchte versuchen, eine sehr feine Textur reinzukriegen, dass das möglichst wenig vom normalen Lack quasi dann in so ein hartes, ruppiges Bild geht, wie man das ja vom Bedlining mit Herculiner so kennt. Anleitung ist ja dabei. Da haben wir also die entsprechende Angabe. Da können wir jetzt einmal gucken. Raptor auf Härte, härter meinen die, mit der Unterbodenschutzpistole, die wir jetzt haben. 3:1, das heißt, wir haben, ich weiß gar nicht, was ist denn, 750 Milliliter, das heißt 250 Milliliter müssen an Härte rein.
Und da wir exakt einen Liter härter haben, ist also jeweils ein Viertel von der Dose auch exakt das, was da reinkommt. Wird dann 2 Minuten geschüttelt auf die Pistole und wird dann so, ich glaube, mit 20 bis 30 Zentimetern Abstand ungefähr auf die Fläche aufgesprüht. Die ist ja, wie gesagt, vorbereitet. Ich gehe jetzt hier über die Stellen, die ich geprimed habe, nochmal kurz mit dem Entfetter drüber. Und ja, dann schnalle ich euch ans Chesty. Ist das erste Mal, dass ich das mit dem Chesty mache, aber finde es ganz interessant. Ich hoffe, es klappt. Solange ich jetzt lackiere, lasse ich hier mal die Gasbrenner-Geschichte aus. Danach mache ich die Tür mal kurz auf, lasse hier mal kurz ein bisschen den Dunst raus. Dann schalte ich den Brenner wieder ein und lasse den ein bisschen brennen, noch bis ich dann nachher weg muss. Ich habe ja normalerweise für die erste Schicht eine Trockenzeit von knapp 60 Minuten. Also so lange muss die abdampfen, bis ich die zweite Schicht drüber geben kann. Wenn ich das hier richtig sehe, genau, Verarbeitungszeit 60 Minuten und dann Handtrocken weniger als eine Stunde. Also man sollte theoretisch eine Stunde schon warten, bis man die zweite Schicht drüber gibt. Aber da wir jetzt nicht so warm haben, also ich kriege es hier mit dem Gebläse auch, denke ich mal, maximal so auf 13, 14, 15 Grad, weil es halt doch zugig ist. Oben sind Löcher drin, unter der Tür zieht es durch. Lasse ich das einfach ein bisschen länger. Also ich lasse das dann bis morgen Mittag ablüften. Morgen Mittag schieße ich dann nochmal eine Runde drüber. Das heißt, da wird dann nochmal die zweite Ladung drüber geblasen. Dann müsste eigentlich mit der zweiten Schicht alles gut sein. Man kann 3 Schichten blasen oder sprühen, aber muss eigentlich nicht sein. Also mit der zweiten sollte das ganz gut werden. Der gute Herr. Oh ja, der ist base her. Leck mich am Bobo. Ach, der ist noch zu und stinkt schon so. Ich gehe kaputt. Ich gehe um. Ach ja. So, gucken, ob ich treffe, hey. Immerhin, ich habe schon mal alles in die Flasche gekriegt. Ist schon mal vorteilhaft, oder? So, 2 Minuten. Geht. Geil. So, Rüdi, es geht los. So. Erste Schicht. Sehr schöne Textur ist es. Gute. So, heute ist nicht der Sonntag, den ich eigentlich angepeilt hatte, um den Raptor-Job fertig zu machen. Da ist wohl etwas Dreck auf die Linse gekommen. Ja, ist schon ein bisschen später, because gestern war nicht möglich aufzustehen, was zu machen. So, also, der erste Job ist relativ schön geworden. Sehr schöne, sehr gleichmäßige Struktur. Ich hoffe, man erkennt es hier. Ich mache dann auch gleich nochmal vorne das Tor auf, zum Lackieren sowieso, weil man sieht nur, ich mache das mal kurz mit dem großen Licht, man sieht nur mit richtigem Licht wirklich, wo noch offene Stellen sind. Das ist jetzt nur der erste Coat und es soll ja dann komplett durchgängig werden. Deswegen muss das Ganze nochmal gemacht werden. Aber wie gesagt, Struktur ist aus meiner Sicht soweit richtig gut geworden. Da kann man sich nicht beschweren fürs erste Mal. Ja, auf jeden Fall geil. Ja, ich werde jetzt die zweite Ladung anmischen. Das mit der Pistole hat einwandfrei funktioniert. Ich weiß gar nicht, was hatte ich. Ich glaube, ich hatte, kann es euch gleich nochmal sagen. Ich glaube, ich hatte es auf maximal. Also ich hatte 60 PSI gewählt. Der
Test hier war ja ganz gut, da hatte das ganz gut geklappt. Aber ich habe dann festgestellt, dass der Auftrag relativ schwach war. Heißt, mit den 40 PSI ist sehr wenig Material nur gekommen, da hätte ich sehr lange spritzen müssen. Und ich fand es mit 60 vom Spritzbild auch klasse. Ist vor allem geil für alle die, ja, die keinen riesengroßen Shop-Compressor haben, also nicht irgendwie so einen großen Turm mit 500 Liter Tank. Ich habe ja nur so einen kleinen 25 Liter Kompressor, der noch keine Supermotoren drauf hat, nicht so ein Flüsterding, das ist ultra laut und braucht auch ein bisschen, bis wieder voll ist. Und ich habe aber keine Probleme gehabt, damit hier zu spritzen. Ich glaube, für die ganze Fläche, und ich bin zweimal drüber gegangen, einfach, dass diese Basis mal da ist. Also eine Flasche komplett quasi verspritzt, hat er zweimal nachfüllen müssen und ich habe keine wirklichen Drops gehabt von dem Druck. Also ich habe wirklich gemerkt, dass das Spritzergebnis gleichbleibend und sauber ist. Sehr zufrieden. Ja, wie gesagt, jetzt mische ich die Flasche Nummer 2 an. Die ist noch wunderbar intakt, auch ob dem sie schon 3 Jahre alt ist statt 2. Deswegen wird er jetzt erstmal schön gemischt, geschüttelt und dann wird der zweite Coat gesprüht. Ja, da mache ich diesmal auch die Flasche ganz leer. Ich habe, weiß gar nicht, wo ich sie hin habe, steht irgendwo hier in dem Kasten drin, nicht die ganze Flasche gebraucht. Also ich bin tatsächlich weggekommen mit 3/4 für diesen ersten Coat. Krieg also mit 4 Flaschen, also einem Kit, letzten Endes beide Seiten hin. Hab dann noch 4 übrig für weitere Parts etc. Ja, bin sehr gespannt, wie es dann am Ende wird, wie auch das Maskierband abgeht. Bin guter Dinge, weil ich hier nicht direkt das Klebeband ja mit drunter habe, sondern hier das Papier, das jetzt zusätzlich ein bisschen stabiler ist durch den Raptor und unten die Ecke. Da ist ja dann kein Papier mehr, da geht es ja dann in einem Knick um ins Klebeband. Ich habe die Vermutung, dass es sehr einfach abgehen wird. Ja, ich bereite mich jetzt vor. Das mit dem Chesty hat leider nicht funktioniert. Bilder zeige ich euch hier gerade mal. So sah das Ganze aus und das war meiner Meinung nach nicht gut für so ein Video. Deswegen, ja, werde ich euch jetzt mal hier irgendwo montieren. Das wird euer Sichtwinkel für den zweiten Durchgang ungefähr werden, dass ihr irgendwas davon mitbekommt. So, Step 1, 250 ml Härte. Die müssen jetzt hier rein. Oh, die geht noch gut auf. Die andere war schon ein bisschen festgeklebt rum, aber die ist noch schön offen. Da ist dann auch relativ festes Material drin. Das ist ein bisschen so wie Bastelfarbe für Kinder in der Schule. So, gut. Auf jeden Fall Maske tragen beim Lacken, würde ich euch empfehlen. Das jetzt gut schütteln. So, smelly Angelegenheit, also es ist schon geruchsintensiv, deswegen, wenn ihr könnt, ich mache jetzt mal das Licht hier aus, wenn möglich,
wenn machbar, Türen auf. Natürlich am besten im Sommer irgendwo Lacken, wo ihr auch die Temperaturen habt, dass ihr offen lassen könnt. Theopraktisch sollte man natürlich eigentlich in der Kabine mit Abzug arbeiten. Das ist ja ganz klar, weil das sind ja Dämpfe, die nicht unbedingt raus müssen in die Umwelt. Sieht ganz cool aus jetzt momentan. Ist noch feucht, es mattet noch ein bisschen nach. Ich habe heute mal darauf geachtet, dass ich hier auch die ganzen Kanten von den Radläufen mitkriege. Ich werde auf jeden Fall den Rest der Radlaufkanten hier auch noch damit schwärzen. Das mache ich aber dann zum Schluss. Wie gesagt, ich brauche jetzt noch 2 Dosen für die andere Seite. Dann habe ich noch 4 übrig. Und mein Bett habt ihr ja schon gesehen. Ich werde vielleicht im Winter anfangen, da den alten Herculiner runter zu peelen und dann die Pritsche auch mit dem guten Stoff hier zu machen. Und dafür brauche ich dann sowieso nochmal ein bisschen mehr Material. Und da werde ich, denke ich mal, die Radläufe nochmal mitmachen. Wichtig war mir nur, ich wollte nicht diese ganzen Radläufe hier mitgehen. Also das hier nicht. Einfach, weil ich Angst davor habe, dass ich diese Rundung nicht schön hinbekomme. Gerade Linie ist kein Problem. Das sollte man eigentlich hinbekommen. Und ich glaube auch, wenn man da hinguckt, abgesehen von dem kleinen Knick, wo mein Cap ein bisschen tiefer sitzt, was ich noch beheben muss, glaube ich, ist die Linie ganz okay. Das passt, aber Rundungen als Nicht-Profi zu kleben, knifflige Sache, würde ich sagen. Jo, ich mache jetzt gleich die Tür wieder zu, wenn der Dunst ein bisschen raus ist. Dann schmeiße ich die Heizung ein bisschen an und lasse das Ganze trocknen und hoffe, dass das dann heute Abend trocken ist. Dann ziehe ich vielleicht das Papier noch ab. Mal gucken. Ich will jetzt nicht so viel versprechen, aber es müsste relativ schnell durchtrocknen. Was ich mir jetzt noch gar nicht überlegt habe, das mache ich mit den Schwellern. Hier unten ist ja schon ein bisschen mitgeschwärzt, aber hinten dran ist ja der Schweller, wo die Tür dann mit dem Gummi anliegt. Mache ich das auf der Höhe mit, dass das auch bei geöffneten Türen ins Schema passt, oder lasse ich das bleiben? Fragen über Fragen, aber wir werden schon irgendwas damit anstellen. So, zu guter Letzt würde ich sagen, ich lege euch jetzt nochmal schlafen, bis ich abziehen kann. Dann gucken wir uns die eine Seite an. Und ja, die zweite Seite ist jetzt tatsächlich fürs Video eigentlich nicht mehr relevant, weil ihr habt ja alles gesehen, was ihr sehen wolltet, wie es funktioniert, wie es gespritzt wird, wie es dann am Ende aussieht. Ich zeige euch dann natürlich noch ein paar Bilder, wenn alles fertig ist. Die gegebenenfalls auch auf Insta. Guckt da mal rein und dann sehen wir uns demnächst wieder. Und da sind wir auch schon wieder. Bin nochmal auf der Couch runtergeklettert, spät am Abend, um mir das ganze Spektakel nochmal anzugucken. Sieht gut aus, würde ich sagen. An und für sich die Kanten in den Türen, da bin ich nicht so gut reingekommen, aber das ist okay. Aber wenn man mal so drüber schaut, Gold sieht man nicht mehr. Hat super gedeckt. Ja, manche Stellen hier zum Beispiel ist noch ein bisschen flau, aber das kann man dann nochmal nacharbeiten, wenn man die andere Seite macht. So, also ganz so soft ist die Ecke nicht geworden, wie man hier sehen kann. An manchen Stellen ist es ein relativ großer Überstand, wenn halt gerade so ein Hubbel gekommen ist. Hier ist es sehr schön, liegt auch ein bisschen am Spritzen, hier komplett geil. Hier ist sehr dick, hier habe ich ein paar Mal drüber gehalten, dass ich in die Türrille reinkomme. Hier ist okay, hier gefällt es mir gar nicht. Da ist es auch sehr locker. Hier ist cool. Hier hinten geht's. Ja, das ist halt Innenrand, das mache ich eh nochmal. Jo, an für sich. Könnte schlechter sein. Ganz cool eigentlich, ne? Jo, also Plan, um das ein bisschen zu finishen, dass das ein bisschen feiner wird. Ich nehme einen Schleifschwamm.
ist quasi so ein rauer Schwamm, mit dem man schleifen kann. Anders als Schleifpapier hat der halt ein paar schöne feste Kanten. Mit dem gehe ich gerade noch mal so schräg über diese Ecken drüber, die nicht so schön sind. Die werden zwar wahrscheinlich dann ein bisschen matt werden, aber wenn ich die nächste Flasche fertig habe mit Spritzen, tupfe ich einfach da ein bisschen drüber, um die Textur wieder herzustellen, dass ich einfach die paar Stellen, die so richtig krass wegstehen, ein bisschen aufgehübscht bekomme. Aber ansonsten, abgesehen davon, dass für euch das Bild jetzt wieder flimmert, vermutlich, ist das ein cooles Finish geworden, würde ich mal sagen. Darf jetzt noch ein bisschen trocknen und morgen Abend geht es an die zweite Seite. Die zeige ich euch im Video jetzt nicht mehr. Ihr seht dann den Truck im Gesamten natürlich mal in einem der nächsten Videos. Da werde ich das nochmal vorstellen. So viel aber mal zur Verarbeitung vom Raptor Liner. Bin top zufrieden, ist ein geiles Produkt. Werde ich definitiv in Zukunft wiederverwenden, wenn ich irgendwie sowas geplant habe. Also damit haut rein und bis zum nächsten Mal.